Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von City Skyline 2. Weiter geht's. Ich baue hier mal ganz kurz wieder hier Gewerbe und Wohnraum. Was wir hier bis dato noch gar nicht haben, ist tatsächlich so ein bisschen Entspannung. Und das werden wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen nachholen. Wir werden hier so ein, zwei Goodies hinmachen. Oh, oder auch nicht. Alles klar, ein bisschen groß dafür. So, machen wir den hier hin. So, also einfach so ein bisschen, dass die, hoppala, dass die einfach, Warnung. Ein Waldbrand brütet. Ja, okay. Ja, ja. Ah, den Bubble. Gut. Das ist ja. Ach komm. Ja, ja. Lass es da oben rennen. Mir egal. Okay, so, wie machen wir jetzt hier weiter? Wir haben hier wieder das Problem Industrie, Gewerbe. Ich würde hier tatsächlich nochmal zwei, drei Gewerbe. Treibende ansiedeln lassen, wenn sie denn wollen. Aber nur wenn sie wollen. Aber guck mal, der ist noch gar nicht zu Ende gebaut und hat schon das Zeichen, wir haben keine Kunden. Ist halt auch belastend, ne? So, ich versuche hier nochmal große Leute oder große anzusiedeln. Was wir mit Taxi, Bus und so weiter machen, weiß ich immer noch nicht, ne? Also da bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. So. Okay. Wie sieht's denn aus? 33 Angestellte. Okay. Die sind jetzt gleich Stufe 5. Oder stehen ganz knapp davor. So. Aber wir hätten hier oben Züge. Ich würde gerne Züge bauen. Und zwar würde ich die gerne, glaube ich, hier hinbauen. Und ich würde einfach gerne mal wissen, was dann passiert oder eben auch nicht passiert. So, einmal gerne Doppelstrecke. Alles klar. Das hat ja wieder super funktioniert. Ich bin stolz auf mich selbst. Und zwar wie Bolle. So. Kommen wir da rum. Jo, das sieht gut aus. So. Okay. Die hätten gerne noch eine Straße hierhin. Die kriegen sie natürlich. So, die muss jetzt einmal hoch. Die geht nämlich jetzt ganz kurz hierhin. Oh, warte mal. Idee. Duck. Ich habe eine Idee. Mal schauen. So, darüber. Dann zwei runter. Und hier dran. Sieht zwar ein bisschen wild aus. Das kriegen wir auch bestimmt schicker hin hier. Nee, kriegen wir nicht. Nee, kriegen wir nicht. Alles klar. Kriegen wir noch nicht, aber da kriegen wir schon irgendwas hin. Moment, wo sind wir? Wo wollte ich hin? Hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin. So. So. Genau das. Okay, das nochmal weg. Ist er jetzt schon auf dem Boden? Ich nehme an, ja. So. Dip. Ihn würde ich jetzt hier anschließen. Was passiert denn da? So, Moment. Er fährt halt noch, ne? Er fährt halt noch. Junge, was passiert da? Okay.
Ich weiß nicht, was da passiert, aber er sollte sich auf jeden Fall irgendwie ärztliche Hilfe suchen oder so, keine Ahnung. Was macht denn der da? Okay, jetzt geht's. So, warte mal. Das schieben wir hier rein. So. Alter, was ist denn das für ein Blödsinn? So, okay. Die Strecke haben wir. Die Strecke können wir nicht. Die Strecke können wir nicht. Die Strecke können wir. Und den schließen wir hier an. Okay, den schließen wir einfach hier an. So. Okay. So, dann sind wir ja fast zufrieden. Somit haben wir jetzt eine... Nee, nicht eine, sondern jetzt haben wir Züge. Wir könnten jetzt anfangen, und zwar hier eine große Lagerhalle, in dem Lastwagen beladen und entladen werden können, kann mit einem großen Lagerhaus und zusätzlichen Gleisen aufgewertet werden. Jetzt ist nur die Frage, was macht der denn da drin? Also, ja, außer Güter umschlagen. Das ist die Frage. Und bringt es uns was, das zu bauen? Zwei Fragen, die ich mir nicht beantworten kann. Und alles, was ich mir nicht beantworten kann, wird getestet. So. Das einmal. Okay, einmal nicht da dran. Oder muss ich da tatsächlich jetzt ein Dingsbums machen? Das wäre jetzt interessant zu wissen. So. Okay. Gut, also angeschlossen wäre es. Aber die Frage ist nur, muss ich da jetzt wirklich eine Haltestelle dran machen? Nee, ne? Nee. Ihr wollt schon sagen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Güterbahnhof. Die sind jetzt beide Stufe 5. Da kommt übrigens ein dicker, fetter LKW. Ziel und holt Getreide ab. Wo fährt denn der jetzt hin? Kehrt zurück. Aber wohin zurück? Besitzer. Hierhin fährt er. Okay, cool. Heißt also, wir versorgen uns jetzt tatsächlich selbst, oder was? Okay, das ist ja cool eigentlich. Das ist ja eigentlich cool. Okay, und hier werden auch Sachen abgeliefert. Scheinbar für den Export. Gibt es keine Musik mehr? Oh. Wollte schon sagen. Aber jetzt im Umkehrschluss müsste doch hier irgendwann ein Zug hinkommen, der das dann wegfährt, oder nicht? Zusätzliche Gleise. Erhöht die Kapazitäten mit Züge. Zusätzlich Platz, um mehr Fracht einzulagern. Aber das ist ja beides unsinnig. Okay. Da kam noch einer. Da kommen direkt zwei. Was liefern die so an? Bauholz. Okay. Interessant. Interessant. Okay, jetzt wird es ein bisschen interessanter für mich. So ein bisschen Wirtschaftssystem da drin, dann bin ich ja schon wieder fast dabei, ne? Dann bin ich ja schon wieder fast dabei.
Also Wirtschaftssystem im Sinne von, hier musst du ein bisschen was denken und machen und tun. Ja. Ist nur, wie gesagt, die Frage, wann holt hier jemand irgendwas ab? Und holt hier überhaupt irgendjemand irgendwann mal was ab? Oder was passiert damit? Züge. Okay, es fährt tatsächlich irgendwo ein Zug hin. Hä? Verbindet Züge miteinander. Das da? Oh ja, da kommt scheinbar ein Zug rein. Da kommt scheinbar ein Zug rein. Und ich nehme an, der holt jetzt Waren ab, oder? Nö. Hä? Wie kann denn der da rausfahren? Okay, der fährt jetzt rückwärts, oder was? Aber bis jetzt möchte hier keiner Ware mitnehmen. Moment, aber ist diese Route nicht kompletter Bullshit, die ich hier gemacht habe? Okay, wir sind eine Kleinstadt. Aber hier hat ja noch halt keiner was mitgenommen, ne? So, was ist mit ihr? Mit ihm hier ist ebenfalls nichts. Okay. Okay, das ist super interessant. Da liegt halt überall Fracht, tatsächlich. Und er bringt jetzt Mineralien mit. Interessant, interessant, interessant. Er nimmt aber nichts mit. Also wir haben hier... Also gleich müsste ich in den Zug reinfahren, der uns Rohstoffe bringt. Nehme ich an. Hoffe ich. Weiß ich nicht. Wir gucken mal. Fährt hier nur noch ein Zug? Da ist einer. Der hat 150 Tonnen Mineralien mit. Dass sie hier rückwärts fahren, das finde ich halt auch super dämlich gerade irgendwie. So ein bisschen. Der fährt natürlich jetzt erst nach da und kommt dann wieder zurück. Der hat Nutztiere mit. Wo fährt denn der hin? Ziel? Fulda. Okay. Nutztiere. 1000 Tonnen Nutztiere. Okay. Das ist scheinbar nichts für mich, ja. Chemie und Möbel von nach Fulda. Okay. Interessant. Interessant. Und hier wird immer mehr. Und keiner möchte meine Waren. Und der ist halt fast voll. Fertignahrung, Nahrung, lokale Post, Nutztiere, Getränke, Textilien. Der bringt ja einfach alles mit. Und Textilien haben wir hier selbst. Was willst du uns denn jetzt Textilien hier hinbringen, du Arsch? Entschuldigung, ausdrucksweise, aber ihr wisst, was ich meine. Und was lädst du jetzt davon ab? Alles oder wie? Ey, komisches Spiel. Okay, hat alles abgeladen, er nimmt aber nichts mit oder was? Aber jetzt fahren hier LKWs raus und verteilen scheinbar irgendwelche Textilien nach. Von irgendwo nach irgendwo. Warte mal, Fertignahrung? Hä? Wir stellen doch Fertignahrung her. Okay, das ist super interessant, was hier abläuft. So, warte mal, könnten wir hier... Ich baue hier nochmal ein Lager hin. Ich weiß nur nicht, warum.
Aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, hier noch ein Lager hinbauen zu müssen. Ich weiß nicht warum. Weil hier passieren sehr wilde, komische Sachen. Ich habe jetzt hier einfach 60 Tonnen Textilien rumliegen. Ich weiß nicht warum. Okay, scheiß drauf. Wir haben Punkte bekommen. Deswegen können wir hier nochmal reingucken, was wir dann hier so Schönes machen. Luft, international, Wasser, uninteressant. Brücken, uninteressant. Kohle- und Kernkraftwerk. Kernkraftwerk vielleicht. Seuchen und bla bla bla. Kreatur, ne. Ah, doch. Den nehmen wir mal mit. Er sammelt und behandelt giftige Abfälle. Ne, brauchen wir eigentlich noch nicht. Brauchen wir nicht. Feuersturm. Hier Feuerwache würde ich tatsächlich mal mitnehmen. Polizeihauptquartier würde ich mal mitnehmen. Und Sozialamt. Okay, das ist gut. Und das ist noch besser. Okay, die bauen wir alles mal. So. Wir haben hier erstmal die Leichen verbrennen. Das ist immer gut. So, haben wir hier irgendwo ein Plätzchen für euch? Da ist das. Hier baue ich jetzt mal hin. So, da fahren auch schon direkt aber 1000 Autos raus. Scheinbar war es notwendig. So, hatten wir hier Platz? Nein, haben wir auch nicht. Hier. Überlappende Gerätschaften, alles klar. Dann werden wir dafür auch keinen Platz haben. Aber im Sozialamt könnten wir hier vielleicht hinbauen. Hier würde das hinpassen. Aber hier ist auch direkt das Wasser, ne? Also ich würde das tatsächlich irgendwo anders hinbauen. Warte mal, wir könnten... Haben wir hier nicht noch ein bisschen Platz? So, okay. Klack, dahin. Hilft dem Bürgersteiger und dem. Okay, gut. Es ist schon interessant, muss ich sagen. Also es ist interessant, aber es ist halt noch für mich bei weitem nicht so, dass ich hier irgendwie was verstehen würde. Das ist mein größtes Problem, was ich so ein bisschen habe. Darling und. Okay. Rathaus. Schön weit weg. So. Also, ich verstehe so manche Dinge einfach manchmal nicht, ne? Also, ich verstehe zum Beispiel die U-Bahn und so weiter, das ist... Wir müssten eigentlich da ein bisschen mehr planen, ein bisschen mehr versuchen noch. Noch mehr. Sagen wir es so. Noch mehr. Weil auch sowas hier... Okay, hier ist jetzt wieder... Was ist denn hier überhaupt los? Warum ist hier... Wie kann denn hier Stau sein? Wie kann dort Stau sein? Naja. Also wir müssten... Ich glaube, ich muss einfach noch mal ein bisschen mehr testen. Noch ein bisschen mehr probieren. Das hier, glaube ich, scheint ganz gut zu laufen. Da ist immer Halligalli aktuell. Und hier wird immer abgeholt. Von irgendwelchen LKWs. Auch wieder 8,8 Tonnen. Das hier verstehe ich noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, was hier abläuft. Scheint aber zu funktionieren. Also wir machen auf jeden Fall Gewinn. Müllentsorgung, Gemüse, Bildung. Bildungsgebühr? Okay. Okay. Was haben wir denn hier? Ausgaben, Wartung, Handel. Wir machen mit Handel aktuell kein Gewinn. Warum nicht? Warum machen wir mit Handel keinen Gewinn?
Ah ja, hier sehen wir, wie viel wir produzieren. Export. Import, Landwirtschaft. Überschuss, 0 Kilo. Ah, okay, verstehe. Okay, langsam würdet ein Schuh draus. Okay. Alles klar, okay, langsam wird ein Schuh draus aus dem Ganzen hier. Aktuell brauchen wir sehr, sehr, sehr viel Öl. Also wir müssten eigentlich gucken, wo Öl ist und das Öl da mal abschöppeln, wa? So, warte mal, wo ist denn... Hier wäre Öl. Also hier müssten wir eigentlich eine Ölfabrik hinbauen. Okay, wie langsam wird es? Ich sage aber bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.